riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Geels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Ja, nur um das mal kurz zusammengefasst zu haben. Willkommen zurück beim Hexer. Es geht um den Endkampf, wenn ich das richtig sehe und richtig erahne. Und wir müssen nur mit Avalach reden und dann geht's, glaube ich, los. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir haben eigentlich alles zusammengeklaubt in der letzten Folge und wir werden sehen. Also, Geralt, bereit? Wir können anfangen. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Da ist eine Quest gescheitert. Naja, gut. Scheint ja nicht so viel zu sein. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet cirenate. Ada eich blen eide mei. Na, ich bin gespannt. Kommen Sie gleich mit den großen Schiffen? Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Oha. Was passiert da? Der hat doch noch was vor. Gib dein Bestes, Geralt. Natürlich. Ich hoffe, wir können uns mal ein bisschen... Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Okay. Ich hoffe, wir können uns gleich noch mal ein bisschen Öl drauf schmeißen. Ach, der Typ, der Schamane. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri. Warum ist das so leise? Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Oh, spielen wir jetzt mit Ciri? Ja, da hat er aber was Gutes getan, will ich mal behaupten. Ich
Ja, jetzt spielen wir mit Ciri. Na, ihr? Alter, was geht bei der ab? Ciri ist sauer. Da ist er. Kumpel. Alter Schwede. Was ist hier los? Der Stab ist dann wohl kaputt. Oh, Ciri, komm hoch. Ciri, komm hoch. Hoch mit dir. Na. Hexer? Hexer? Also gut. Bringen wir es zu Ende. Aber gerne. Erchel Wattger. Wo ist er? Verdammt! Wo ist er? Siehst du, so einfach ist es nicht. Und das hier erwartet es noch mehr. Boah! Warte mal.
Mann. Wo ist er? Boah, ja, es ist jetzt nicht schwer. In dem Sinne. Komm her. Mach was. Siehst du, so einfach ist es nicht. Und das erwartet es noch mehr. Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. Komm. Jawohl. Sehr gut. Oder? Nicht tauchen. Tauchen scheiße. Ja, bitte schwimm nach oben. Was ist da denn los? Alter. Brennt. Da brennt die Hütte. Da ist er. Jawoll! Die Skelliger. So, auf das Schiff oder was? Übrige Schwalben. Meditieren kann ich jetzt nicht, wa? Boah, fantastisch. Ich habe keine Tränke. Ah doch, 5. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elfen. Du kommst nicht durch ihre Rüstung. Das ist mehr.
Ernsthaft? Boah, Leute. Durch. Wer ist der Nächste? Wirbelstahl von Skelly geschmeckt. Hjalmar. Hjalmar, hast du Thierry gesehen? Bei der Nagelfahr. Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Auf geht's. Zum Teufel, auf wen denn? Auf wen sollen wir suchen? Sehr gut. Weitermachen, Männer. Ihr macht das schon. Ich vertraue euch. Keine Zeit, wir müssen Ziele finden. Oh, König? Krach. Komm schon, steh auf. Irgendwelche letzten Worte. Halt's Maul und kämpf! Du hattest deine Chance. Jetzt geh halt von hinten so BÄM! Ah, okay. Hexer, ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber ich bin dein Vater. Wenn du im Sterben liegst. Okay. Na los, zeig mir deine Tränen. Ah, jetzt werden wir ja sehen. Ich will sie sehen. Okay, das wird schon so ein nerviger Kampf. Ich sehe es kommen. Wow! Alter! Was zur Hölle?
Oh. Oh. Whoa! Komm. Langsam, Kumpel. Das ist dein Problem. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Komm. Na los, Großer. Na los. Ich wollte zuweilen schnell töten. Los. Aber jetzt will ich mir die Freude nicht nehmen lassen. Thank you.
Boah, es dauert Ewigkeiten. Ich muss mal reparieren. Sorry, wenn ich so ruhig bin die ganze Zeit, aber anstrengend. Meister Waffenreparaturset. Kann ich mir auch noch Öle drauf schmieren? Ich will mal einen Waldcoats reinballern. Hier die Öle. Das wäre ja dann Konstruktöl, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall hilft das bei den. Kann ich nicht. Falsche genommen. Boah. Komm. 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 Boah, knapp, ey. Komm her. Komm her. Bam. Ja. Alter, nicht schwer. Gar nicht schwer, aber langwierig. Bam. Was zu sagen. Avalach hat uns beide hinter. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cyrilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. What? Was ist das denn jetzt schon wieder? Jen. Glück gehabt. Alter Schwede. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Ja, das ist der Turm auf Undweg. Zur Hölle, was macht der? Was? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber... Das Tor zwischen den Welten ist offen.
Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor... Scheiße! Ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen. Ach du Scheiße. Verdammt! Das Schiff zerbricht jeden Moment! Versteck dich im Turm auf der anderen Seite! Los! Alter Schwede! Das hier. Los, lauf! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dies ist nicht Ragnarok! Noch nicht! Die Konjunktion Geralt! Bleib bei mir! Wo ist sie? Wo muss ich hin? Ich falsch gelaufen? Ja, bin ich. Wo ist sie? Bist du denn? Komm schon. Geralt, bleib bei mir. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, wo bist du denn? Meine Fresse. Da. Komm aber auch, Vibe. Das Beben wird stärker. Wir haben nicht viel Zeit. Meine Fresse. Nicht viel Zeit und das mit der Steuerung. Keine gute Kombi. Was hat die erwischt? Die weiße Kälte. Los, los. Nee, jetzt sowas noch. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt es von dir nichts mehr einzusammeln. Mach ihn fertig. Komm, weiter. Scheiße, das ist ja noch voll weit. Und sie hat so ein richtig ekelhaftes Tempo drauf. Du hast dich mit der falschen Zauberin angelegt.
Los, mach ihn fertig. Oh Mann, Avalach. Was hast du uns hier reingeritten? So dreist sein können. Na, das geht natürlich nicht. Ach, wir haben wieder 5 von 5 Schweiber und uns geht's gut, ne? Dann passt ja alles. So. Der Arsch kriegt die Hucke voll. Jetzt geht's erst los. Stich ihn doch einfach ab. Ende im Gelände. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Was? Du glaubst wohl, dass ich dich verschone? Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Was? Die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Hä? Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Ach, Ciri. Dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg gehen. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Viel Glück, Ciri. Vielleicht hätte ich es dir sagen sollen. Vielleicht hättest du es doch verstanden. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Lass mich nicht warten.
Manchmal muss man Kinder einfach gehen lassen. Schöne Botschaft. Tja, tolle Wurst. Gibt ja verschiedene Enden, welches wir jetzt hier gerade sehen. Weiß ich nicht. Ah, der Schnösel. Folge er mir bitte. Sie sind irre geworden, Hexer. Haben den Verstand verloren. Jetzt wollen Sie alle Räder verbrennen. Sprich. Die Abordnung aus Novigrad ist eine halbe Tagesreise von hier. Die haben es wirklich eilig. Zurück auf deinen Posten. Was ist mit dem Hierarchen von Novigrad? Was soll mit ihm sein? Bekommt er seine wohlverdiente Ruhe oder wird er nach Darnoach beordert? Ah, wie ein Kerl der Estate finden Adern in Karn ermordet. Genau. Tja. Ich gehe mal davon aus, dass Ciri nicht wiedergekommen ist. Wir werden sehen. Seine kaiserliche Majestät warte. Gwen Ha, Dwe Gwen. Oder da ist Ciri. Esiat en Wat Gern Geralt. Sieht nicht so aus. Genug. Sprich. Ciri ist tot. Wie ist das passiert? Die weiße Kälte. Kennt ihr die Prophezeiung? Ciri wollte sie aufhalten. Das hat sie auch, aber den höchsten Preis gezahlt. Wo ist ihre Leiche? Ich glaube nicht, dass sie jemals gefunden wird. Wer weiß noch davon? Avanach, der elfische Wissende. Aber auch ihn werdet ihr nicht finden. Und Yennefer? Sie will im Norden bleiben, wenn ihr nichts dagegen habt. Habe ich nicht. Und du? Ja, Krieg ist vorbei. Es gibt viel zu tun. Nach Kriegen gibt es für Hexer immer viel zu tun. Ich reise nach Osten. Vielleicht auch nach Norden. Hat Cirilla gesagt, hat sie dich gebeten, mir etwas auszurichten?
Wir haben nicht über euch gesprochen. Wir haben nicht über euch gesprochen. Ich verstehe. Wenn es sonst nichts mehr gibt. Doch, eines noch. Aber du kannst gehen. Hexer, ich will dich nicht mehr sehen. Nie wieder. Okay. Ja. Traurig. Traurig, aber naja. Er lädt ja nochmal. Weiß nicht, ob das Spiel jetzt einfach so weitergeht oder ob jetzt noch was kommt. Einige Zeit später. Ein Spanferkel, jawohl, geil. Braucht ihr Hilfe mit eurem Wagen? Wir kommen schon klar. Ja, genau. Wir kommen zurecht. Die Fässer sind zwar schwer, aber wir lassen bald aus jedem was ab. Veränderung liegt in der Luft. Stimmt, nicht zu leugnen. Nilfgaard flieht, obwohl es so aussah, als wären sie nicht wegzukriegen. Ihren Wein haben sie auch dagelassen. Sehr großzügig. Braucht ihr wirklich keine Hilfe? Ich glaube, wir kommen zurecht. Wohin willst du? Zur nächsten Taverne, wie du aussiehst. Ja, aber erst habe ich noch eine Verabredung. Beim ehemaligen Lager der Nilfgaarder. Bis dann. Aha. Ehemalige Lager der Nilfgaarder. Wo ist das denn? Ist das hier in der Nähe? Ah, ich bin im Waldgarten. Stimmt, das war ja Temerien. Ach, da oben. Boah, ist das lange her, Leute. Kann sich ja gar keiner mehr dran erinnern. So lange ist das her. Krass. Oh. Prompt gleich mal falsch geritten. Ja, Sirael. Die hat sich geopfert, obwohl es eigentlich auch ein gutes Ende. Also es gibt mehrere Enden, das weiß ich. Wie die aussehen, habe ich keine Ahnung. Jetzt aber zack mit dem Rad. Oder will da jemand Begrüßungskommando für Radovids Männer spielen? Naja, Radovid ist tot, mein Freund. Gut, die Männer leben wahrscheinlich noch. Ah, mal gucken, wen wir treffen. Wahrscheinlich Yennefer. Werden wir ja gleich sehen. Oh, plötzlich hol dir mal was zu essen. Der Opa muss mal gucken, wer hier noch auf mich wartet. Meister Ort. Hm. Wurde bestimmt aufgehalten. Meister Ort? Wer ist Meister Ort? Du bist spät dran. Die Soldaten blockieren die Straßen, ich weiß. Schon gut. Hast du es dabei? Wie vereinbart. Die Klinge ist knapp einen Meter lang, wiegt beinahe 40 Unzen. Mit Silber beschichteter Sideritstahlkern, Glyphen und Runen entlang der Klinge und am Heft. Mhm. Wunderschön. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft. Nur die größten Schwertmeister können sich meine Waren leisten. Du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass kein Hexer je eine bessere Waffe hatte. Dein Ruf eilt dir voraus, Meister Ort.
Ich würde niemals an dir zweifeln. Die Inschrift, so wie du sie wolltest. Zirael. Zirael. Schwalbe. Klassische Runen in der älteren Rede. Schnörkellos, einfach und präzise. Darf ich? Es gehört dir. Wenn du es ausprobieren möchtest, meine Helfer haben eine Trainingsfigur aufgestellt. Hier die Bezahlung. Nur Edelsteine, wie gewünscht. Falls du Arbeit suchst, eine Striege soll den Maribor-Wald unsicher machen. Danke. Ich muss zuerst in die Taverne, aber dann, wer weiß. Viel Glück auf dem Weg, Hexer. Eine Striege? Zirael? Ja, benutzen kann ich es aber nicht. Sehr funny. Hafkarn. Bam, Hafkarn. Hafkarn, deine Mutter. So, was haben wir hier noch? Einfrieren. Chance auf Betäuben. Bam. Chance auf Einfrieren. Und hier ein Blitz, oder was ist das? Chance auf Vergiften. Jetzt wieder in die Taverne reiten, boah. Natürlich hart. Aber irgendwie scheint doch irgendwer irgendwo auf uns zu warten. Das sieht mir doch ganz danach aus. Was sind Plätze? Meister Hexer, hier drüben! Viele Klingen zum Testen, wenn das dein Wunsch ist. Ach so, nee. Lauf, Plätze! Ist da nicht. So, dann auf in die Taverne. Man darf gespannt bleiben. Weißgarten, das ist richtig schön. Das hat man richtig vergessen mit der Zeit. Krass. Oh. Nicht so schnell, Plätze. Jetzt. Scheiße, der Hexer! Hä? Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Level 5 Wölfe. Was haben wir denn hier? Fußspuren von einem Zwerg. Ah. Warum hatte der Angst? Hä, ich raffe gar nichts. Schon gut. Kommt raus. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnte von Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Die sieben Zwerge von der Nebelinsel. Er ist eingepennt. Na gut. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Das stimmt. Brauchen die Leute hier denn Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen. Versteckt euch. Hä? Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Hä? Wer kommt? Wo sind die Zwerge? Zwerge? Spiel keine Spielchen mit mir, Hexer. Es sind Diebe. Sie haben Darkborgs goldenen Kelch gestohlen. Darkborg? Wer ist das? Der neue Gouverneur von diesem Land. Ach du Scheiße. Der Kelch muss gefunden werden. Sag uns, was du weißt.
Sonst werden wir dich zwingen. Hier gibt es keine Zwerge. Hier gibt's keine Zwerge. Willst du behaupten, das ist dein Lager? 5 Humpen, 5 Sättel, alles deins? Ich verfolge diese Zwerge schon eine Weile. Sie sind mir etwa 2 Tage voraus. Das Lager wurde überstürzt verlassen. Irgendwas muss sie aufgeschreckt haben. Warum folgst du ihnen? Sie haben mich bestohlen. Gerissene kleine Mistkerle, einen Hexer zu beklauen. Wir müssen weiter. Wenn du sie erwischst... Ach, vergiss es. Wir marschieren morgen. Sehr gut. Kein Bock, alle. Oh, danke dir, Hexer. Hab den anderen gesagt, dass du ein feiner Kerl bist und wir dein Boot nicht hätten klauen sollen. Hab gehört, ihr macht jetzt Geschäfte mit wertvollen Gegenständen. Ja, wir setzen auf bewegliche Dinge. Heutzutage weiß man ja nie, wann man einen vergoldeten Kelch mal gebrauchen kann. Verstehe. Was habt ihr damit gemacht? Der ist weg. Verkauft. An einen Herrn Spiegelei oder so. Lustiger Name. Hat aber gutes Geld bezahlt. Wir hätten es mit dir geteilt, wirklich. Aber du siehst mir eher so aus, als würdest du Geld aus Diebstählen nicht annehmen. Ja, du hast diesen rechtschaffenden Blick. Eindeutig. Ja, keine Sorge. Ich will euer Geld nicht. Seht ihn euch an. Beleidigt. Als hätten wir ihm nacktes Mädel unter die Nase gehalten. Hexer folgen eben ihrer Überzeugung. Keine Diebstähle, keine Mädchen in den Po kneifen und keine Überfälle auf Reisende. Wir machen Ausnahmen. Besonders was Reisende angeht. Leb wohl, Hexer. Jawohl. Haut rein, Leute. So. Wo ist Plötze? Da ist Plötze. Weiter so, Plötze. Das waren hier noch Zeiten mit dem Greifen. Ey, da war ich voll hin und weg von dem Spiel. Da muss man sagen, gerade auch mit den Monstern und so, die Qualität des Greifen hier vor Ort konnte das Spiel auf die wirklich sehr lange Distanz nicht halten. Was nicht heißen soll, dass das Spiel scheiße war. Ganz im Gegenteil. Lauf, Plötze. Du redest doch nur. Ich komm zurück und hol dich. Verschreibt euch vor eurem neuen Herrn und Beschützer. Der edle Herr Darkborn wird dieses Land würdevoll und gerecht regieren. Alle Schulden, Lasten und Verpflichtungen an andere. Die Schatzen dachten wohl, sie bleiben hier für immer. Das heißt. Bin ich hier richtig jetzt? Ja. Dass du Darkborn von nun an Steuern zahlen wirst. Hier nicht gewesen wären, wären die Schwarzen mindestens bis zum Juli geblieben. Vorgänger voran? Du bist ein Held und gehörst mir allein. Okay. Yen. Stimmt, oder? Oder Schwert? Oder hat Ciri doch überlebt? Alter, das wäre natürlich geil. Ist das erledigt? Hammer. Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Ja, Hammer. So habe ich mir das doch vorgestellt.
Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir Bar Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redani. Emir Bar Emreis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Sehr gut. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter. Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Kommt da jetzt noch was? Nein. Das war's. Ja, grandios. Hab ja vorhin schon gesagt, wenn man das Ganze mal so als Ganzes nimmt, die Qualität, also beziehungsweise dieses in den Bann ziehen der ersten Minuten, der ersten paar Stunden hat das Spiel nicht geschafft bei mir. Über die ganze Zeit hinweg. Trotzdem war es ein konstant hohes Niveau. Die Quests waren konstant gut. Bis das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und gerade hinsichtlich Präsentation, Kämpfe, Rollenspielsystem ist nicht unbedingt das Beste gewesen. Aber da war der Hexer sowieso noch nicht bekannt für. Einige strafen ja das Alchemiesystem ab, was sehr vereinfacht wurde. Was mir persönlich entgegenkommt, weil ich das in den alten Teilen so, das brauchte ich jetzt so nicht. Naja. Ja gut, und während ihr das jetzt hier schon seht, sollte bei euch zumindest, bei mir ist noch ein bisschen hin, aber sollte bei euch zumindest schon der DLC, der erste erschienen sein im Oktober. Und den werde ich dann natürlich auch spielen. Da mache ich eine eigene Playlist für auf. Und denn im Februar kommt ja noch einer und da werde ich auch eine neue Playlist für aufmachen. Also von daher wartet da noch einiges auf uns an Aufgaben. Ja. Was ich dann als nächstes mache als Hauptprojekt, weiß ich noch gar nicht. Muss ich mal schauen, habe mir noch nichts ausgesucht. Vielleicht wird es wieder ein Rollenspiel. Wer weiß das schon. Ja, die Namen flimmern jetzt hier so lang. Ach, Patrick Wiotowski hat auch mitgemacht, das ist ja schön. Im Spieldesign, ja, das ist nicht die Stärke gewesen unbedingt. Aber hey, nee, passt schon. Gut, liebe Leute, Witcher 3, ganz große Geschichte, großes Ding, zweite Ende, keine Ahnung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und jetzt wollte ich eigentlich, ja, ich überlege, lasse ich den Namen noch durchlaufen? Wäre ja fair, der Entwickler zuliebe.
Und um dann zu gucken, wo man rauskommt. Im Hauptbildschirm oder... Man weiß es nicht. Naja. Jetzt ist schwarzer Bildschirm. Nee, jetzt kommt er wieder von vorne. Okay, welche weitere Engine-Programmierung, bla bla bla, weitere Autoren, bla bla bla, alles klar. Wir machen hier Schluss. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir werden sehen, was als nächstes kommt. In diesem Sinne, liebe Leute, bleibt main. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.